ConCrafter alias Luca redet in seinem neuesten Video über seine Krankheit. Bevor ich jedoch auf diese genauer eingehe, möchte ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr über derartige News auf dem Laufenden bleibt. ConCrafter hat seit 8 Monaten Panikattacken. Sie sind zum ersten Mal letzte Weihnachten im Urlaub aufgetreten. Sein Herz hat 1 bis 2 Stunden geflimmert und in derselben Nacht ist dies noch öfters passiert. Ich hatte Todesangst. Ich dachte, mein Herz explodiert und ich habe gleich einen Herzinfarkt und ich sterbe mit 20 an einem Herzinfarkt. Luca hat sich dann am nächsten Tag checken lassen. Da waren wir beim Arzt in Österreich, wo wir Ruhe-EKG gemacht haben. Dort lag ich beim Arzt und hier wurde mir Blut abgenommen und Blutdruck gemessen und alles Mögliche noch gemacht. Der Arzt konnte die Vorkommnisse nicht erklären, da die Werte von Luca normal waren. Auf jeden Fall kam das halt immer, als ich Stress hatte und danach zur Ruhe gekommen bin. Und bei mir war immer schon diese Burnout-Angst sehr, sehr präsent, weil ich, wie gesagt, studiert habe und nebenbei YouTube gemacht habe und Praktikum nebenbei gemacht hatte. Und ich werde es jetzt auch einfach mal öffentlich machen. Ich hatte eine Freundin von März 2016 bis Januar 2017. Und alles da unter einen Hut zu bringen, ist einfach mega schwierig. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, Luca ist schwer krank. Er meint in seinem Video jedoch, das ist schlichtweg eine simple Panikattacke. Das ist nichts. Man hat keine, der Körper, es ist alles in Ordnung. Man ist komplett topfit. Aber man denkt es nicht. Man denkt, man ist todkrank. Und Gedanken können einen kaputt machen. Nebenbei erwähnt er dann plötzlich, dass er vor kurzem fast in Ohnmacht gefallen ist. Er möchte, um das Problem zu lindern, jetzt seine Ernährung umstellen und nicht mehr Alkohol trinken. Luca möchte mit seinem Video Menschen mit demselben Problem helfen. Das funktioniert auch. Sie posten unter dem Video ihre eigenen Erfahrungen mit Panikattacken. Insgesamt kommt das Real Talk Video bei seinen Fans sehr gut an. Folgender Kommentar fasst die Reaktionen von ihnen gut zusammen. Sowas habe ich momentan. Wenn ich dieses Video sehe, geht es mir schon gleich besser, weil ich jetzt weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Danke, Luca. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen. Lasst doch ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.